Hallo Leute, heute zeige ich euch mal mein neues Spielzeug. Ich habe es für 200 Euro sehr günstig erstanden, und zwar handelt es sich um meine Emco Compact 5. Baujahr unbekannt, Zustand im Arsch mehr oder weniger. Aber was mir natürlich sofort aufgefallen ist, das sind die Führungen. Also die Führungen, die sind noch in Ordnung. Auch die Trapezspindeln, die hier verbaut sind, funktionieren interessanterweise noch butterweich, obwohl ich nicht glaube, dass die jemals geschmiert oder eingestellt wurden. Und wie gesagt, für 200 Euro habe ich das Teil jetzt mal mit nach Hause genommen. Wie man sieht, habe ich auch schon den Motor abgebaut. Im ersten Video zeige ich euch eben, wie ich das Backenfutter überarbeitet habe. Also wie man hier sieht, man sieht sogar wieder schönen Schriftzug. Habe ich das Backenfutter komplett überdreht, auch den Radius. Dann hinten eben die Flächen von den ganzen Macken befreit. Das Backenfutter habe ich auch zerlegt und eben alles geschmiert, sodass es wieder geschmeidig läuft. Die Riemenscheiben wurden natürlich alle überarbeitet. Ich hoffe, man sieht das so halbwegs. Auch die Aluminium-Riemenscheiben. Innen drin wurden eben auch diese Buchsen nachgearbeitet. Und hier auch diese Mini-Backen. Die wurden eben mit einem Abziehstein überarbeitet, sodass sie wieder schön ins Backenfutter reinpassen. Ja, es ist mehr ein Spaßprojekt. Wenn ich es schaffe, so kleine Kugelumlaufspindeln zu bekommen, dann werde ich auch versuchen, die Maschine auf CNC umzubauen. Einfach aus Jux. Ich denke mir mal, so für Aluminium und Bomb C, wenn man jetzt nicht so viel zustellt, ist die wirklich interessant. Und mich würde einfach interessieren, was für eine Genauigkeit man eben mit dieser Maschine erreicht. Da der Spindelstock, das habe ich eben schon nachgemessen, sehr steif ist. Also ich konnte mit der Mühuhr, also 2/4000 Millimeter, da musste ich aber schon mit dem ganzen Körpergewicht dagegen drücken. Und das hat mich eigentlich bei einer Maschine, die 20 Kilo Gewicht hat, doch schon überrascht. Aber wie gesagt, sie ist im Arsch. Sie ist komplett verbastelt. Also wie man hier sieht, der Reitstock, da wurde einfach so ein Gewinde hineingemacht, damit er überhaupt noch funktioniert. Schmiermittel hat diese Maschine wahrscheinlich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Aber schauen wir mal, was ich raushole.